Hallo Leute, ich werde mir heute ein leckeres Bayerischkraut kochen. Für alle, die kein Bayerischkraut kennen, das ist ein gekochtes Weißkraut, in meinem Fall jetzt Spitzkohl. Dann fangen wir auch gleich an. Und zwar werde ich mir den Spitzkohl erstmal halbieren. Und dann kann ich mir hier innen den Strunk rausschneiden. So. Den brauchen wir nämlich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Strunk auch noch mit rausmachen, aber da der jetzt gleich ziemlich lange kocht, macht das nichts aus, das heißt, der Strunk kann ruhig drin bleiben. So, dann schneide ich mir den in etwa 1 cm breite Streifen, so, und die dann nochmal diagonal, dass dann so bayerische Rauten entstehen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, ist einfach nur für die Optik. So. Dasselbe mache ich mit der anderen Hälfte auch noch. So ein Bayerischkraut ist eher ein rustikales Gericht. Das heißt, ihr müsst das nicht irgendwie klein schneiden oder so, sondern ruhig schön deftig grob. Und dann kann man die auch sehr schön kochen. So. Dann schalte ich mir schon mal den Topf ein. Gute halbe Kraft. Da kommt ein kleines bisschen Pflanzenöl mit rein. Wenn ihr den Kohl vegan haben möchtet oder vegetarisch, dann könnt ihr den Speck weglassen. Bei vegan könnt ihr auch die Butter weglassen. Für alle, die es ganz deftig mögen, die könnten stattdessen auch Schweineschmalz nehmen. Das schmeckt auch wunderbar und vor allen Dingen glänzt der nachher auch schön. So, und in den Topf kommt dann auch gleich ein paar Bauchspeckwürfel, beziehungsweise bei mir sind es jetzt noch Streifen. So, aber die werden nachher eh gleich verkochen. Und die schwitze ich mir jetzt einfach mal ein bisschen an. Dann kommen noch die Zwiebeln dazu, dass ich die auch mit anschwitzen kann. Falls sich jetzt jemand fragt, warum ich die Zwiebeln mit anschwitze, beziehungsweise den Speck, und nicht einfach nachher mit rein tue und es mitkoche. Der Unterschied ist der Geschmack. Wenn die Zwiebeln angeschwitzt sind, haben die einen schönen, angenehm süßlichen, schon fast Umami-Geschmack. Und das gibt dem Ganzen nachher einen richtig schönen, runden Geschmack. Würde ich die einfach nur mitkochen, dann hätten die ihren Zwiebelgeschmack und das würde einfach nicht so schön harmonieren. Nachdem der Speck und die Zwiebeln jetzt angeröstet sind oder angeschwitzt sind, kommt der Spitzkohl dazu. Den jetzt noch kurz mit anschwitzen. Und dann können wir den auch gleich würzen. Zwar ein bisschen salzen. Nicht zu viel, weil wir haben ja den schicken Speck schon drin. Dann ein bisschen Kümmel. Da könnt ihr jetzt entweder so wie ich einen gemahlenen Kümmel nehmen oder aber im Ganzen, je nachdem wie ihr wollt, auch von der Menge her selber dosieren, je nachdem wie euch Kümmel schmeckt. Könnt ihr dann entsprechend dosieren. So, noch ein bisschen Pfeffer. Und damit das Bayerischkraut auch einen schönen, kräftigen Geschmack bekommt, lösche das Ganze mit Malzbier ab. So, ordentlicher Schluck. Statt Malzbier könnt ihr auch Schwarzbier oder Starkbier nehmen, je nachdem, was ihr da habt. Sollte halt was Schönes, kräftig, Aromatisches sein. Das Schöne bei dem Malzbier ist, es hat noch eine schöne Süße und das tut dem Kohl auch ganz gut. Dann kriegt er einen richtig schönen, angenehmen Geschmack. So, jetzt mache ich noch einen kleinen Schluck Wasser mit dazu. Ja. Dann die Hitze auf kleinste Stufe reduzieren. Jetzt kommt noch ein Deckel drauf. Und so lassen wir ihn jetzt für eine Viertelstunde lang leicht vor sich hingaren, auf kleiner Stufe. Und dann geht's weiter. Das Bayerischkraut hat jetzt 15 Minuten lang gekocht. So. Es hat jetzt noch ein bisschen Biss. Wenn ihr es jetzt weicher haben wollt, lasst es einfach länger drin. Wenn ihr mehr Biss haben wollt, dann halt ein bisschen kürzer garen. Oder aber wenn ihr es nachher nochmal warm machen wollt, dann auch ein bisschen kürzer garen, denn durch das Wiedererwärmen wird es ja dann nochmal weicher. Und deswegen die Zeit dann eben mit einrechnen. So, jetzt drehe ich mir die Hitze wieder ein bisschen höher.
Und dann habe ich mir hier so ein bisschen Stärke angerührt, damit ich den übrigen Fond, der da noch mit drin ist, also das Malzbier und die Flüssigkeit von dem Kohl, die werde ich mir noch ein bisschen abbinden und damit dann den Kohl eben schön glasieren, dass er einen richtig schönen Glanz kriegt, saftig ist, so einfach lecker. Wie viel Stärke ihr dafür genau braucht zum Abbinden, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Das hängt immer davon ab, wie viel Flüssigkeit sich dann im Topf gebildet hat. Einfach ein bisschen was anrühren, nach und nach zugeben und dann gucken, wie die Konsistenz ist und dann eventuell noch ein bisschen was nachgeben. So, nehmen wir einen kleinen Schluck rein. So. Das Bayerischkraut dann auch nochmal kurz abschmecken. Ich brauche noch ein bisschen Salz und noch eine Prise Pfeffer. Und noch ein ganz kleines bisschen von meiner Speisestärke. Also bei mir ist das jetzt umgerechnet ungefähr ein gehäufter Teelöffel Stärke mit ein bisschen Wasser angerührt. Und das scheint bei mir auszureichen. So sieht das Bayerischkraut dann aus. Blätter sind schön weich, er ist schön saftig und der Fond ist eben schön gebunden und somit bleibt er dann nachher auch an dem Kohl haften und nimmt den Geschmack dann eben mit. So, und dann ist mein Bayerischkraut fertig. Das passt jetzt wunderbar zu deftigen Speisen, zum Beispiel irgendwelchen Krustenbraten oder aber auch Schweinshaxen, Grillhaxen, sowas in der Richtung. Also alles, was deftig ist, da passt dieses Bayerischkraut wunderbar dazu. So. Euch danke ich jetzt herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!